Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted mit dem Jan. Jetzt suche ich hier den Eingang zu dem Boot. Ist das hier oben? Okay, bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut und Suppe. Was? Was haben wir hier? Jetzt runter, okay. Da liegt der erste Tote. Na, wo kommt die denn her, mein leicht verwester Freund? Ich glaube, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Muss ich jetzt tauchen? Gemütlich. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Warte mal. Das gibt's doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK-2642. Bingo. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Sullivan! Das ist wohl nicht gut. Auf geht's.
Deine Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Drake. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet er immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Sully! Also Dreckskerl! Er ist da drin. Wow. Ich sehe ihn. Lass ihn nicht durch. Da drüben. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Kann ich irgendwie mich verstecken? Vorsicht! Nein, Sie doch! Ich sitze da! Verdammt! Ja. Laufen wir wieder echt zurück. Immer schießt jemand auf dich! Die schießen auf uns beide, oder? Munition immer schön aus. Aber
Teufel ist das hier überhaupt? Lange Geschichte. Später. Hier drüben! In Ordnung. So, wieder alles einsammeln. Langweilig wird's nie, was? Bleiben Sie in Deckung. Die Typen meinen es ernst. Hier war die Leiter nach oben. Gut. Passiert hier gleich irgendwie was? Du bist tot. In Ordnung. Vielen Dank. Los geht's. Hier lang. Kann ich mich eigentlich irgendwie heilen? Jetzt sind wir eben noch nicht hier. Bleiben Sie bei mir. Da sind Sie doch. Ich sehe Sie. Los geht's. Vorsicht! Hier drüben, glaube ich. Ja, hier lang. Mhm. Da steht ein Jeep. Sind Sie überall so beliebt? Ja, irgendwie scheine ich den Abschaum anzuziehen. Tut mir leid. Kein Problem. Ist Ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK-2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch, Mist! Wenn sie den Schatz gefunden haben, brachten sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und Sie kriegen, was auch immer Sie eben suchen. Ja. Na los! Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden Sie mir was. Schätze, das tue ich.
folgen der Spur des Schatzes von Eldorado und sie führt hierher, auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die Ersten sind. Erwarten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Bei sowas schaltet keiner mehr weg. Was zum Teufel war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Wir brennen! Weg mit der Scheißkamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt's hier überhaupt Fallschirme? Man könnte ja mal nachsehen! Das werden wir gleich wissen. Hast du das schon mal gemacht? Na klar. Du springst, zählst bis fünf und ziehst die Leine. Jetzt los! Kommst du auf? Bin zu beschäftigt. Mach schon. Fremde wollen mich töten. Die Karte liegt im brennenden Flugzeug. Elena ist weg, vielleicht auch tot. Fängt ja gut an, Nate. Okay, dann gucken wir mal, wo es lang geht, ne? Jetzt nicht lang, hier geht's lang. Über die Steine komme ich nach oben. Was hat hier gerade geknackt? Das hier runterschubsen? Da sind sie ja. Diesmal kriegen wir dich! Fangen wir auf! Macht ihn euch! Okay.
Okay, also muss ich doch hier rüber. Macht keine Gefangenen! Und wo kam der denn jetzt plötzlich? Da ist er! Los geht's. Wie schmeiß ich denn eine Granate? Ist der Absturzpunkt. Da sind Wachen. Oh. Hier! Dachte, ich kann da runter. Wo ist der jetzt hin? So. Okay. Da ist er. Von wo? Mann, nimm doch die Waffe. Nein. Okay. Klappt den.
Oh, Mann. Okay. Da ist er! Eine Schrotflinte, ey. Oh, oh, nein, nicht! Oh, nein. Bewegt sich irgendwie jemand? Ah, ist noch. So, die Frage ist, wo muss ich hin lang? Springt jemand rum oder nicht? Da ist er! Er ist hier drüben! Oh Mann! Genau zwischen meine Güte. Diesmal kriegst du. Los, in Deckung. Okay. Ich bin tot. Würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.